Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabensteil und ich begrüße euch an diesem wunderschönen Tag in der freien Natur. Heute soll es um einen ziemlich coolen neuen kleinen Clubcore gehen. Es ist ein Produkt von Miltec. Miltec ist jetzt nicht bekannt für die höchste Qualität oder sowas, aber für günstige Preise. Und wir wollen uns mal angucken, was das Ding taugt und wofür das vielleicht geeignet ist. Dieser Mini-Clubcorer kostet so um die 10 Euro, vielleicht auch weniger. Ist ein ziemlich guter Preis und deswegen schauen wir uns den heute mal genauer an. Viel Spaß mit dem Video! Wenn der Mini-Klappkocher hier kommt, ist er in so einer kleinen schwarzen Verpackung und die sagt auch schon aus, was so drin steckt. Das ist nämlich ein Mini-Kocher, der ist aus Edelstahl. Der hat eine kleine Tasche mit dabei, 100% Polyester, nicht so schlimm. 8x8x8 ist ziemlich klein, der wiegt auch nur 100 Gramm. Der soll schnell aufgebaut sein, sehr kompaktes Packmaß und geringes Gewicht. Ein faltbarer Klappkocher zum Erwärmen von Speisen und Getränken. Und die Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss und Schlaufe ist mit drin. Klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Und ich habe den mir aus einem ganz speziellen Grund gekauft, den werde ich euch jetzt erzählen. Aber als erstes packen wir ihn mal aus. Ja, liebe Freunde, wenn der Klappkocher hier kommt, ist er in so einer kleinen Packung. Die machen wir jetzt mal auf. Okay, da ist nur die Pappe und schon direkt die Nylon-Tasche. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Die können wir aufmachen und darin kommen die Elemente des Kochers zum Vorschein. Erstmal hier so, das ist die Schale, auf der dann quasi das Hunder liegt. Und der Kocher selbst. Oh. Und der besteht hier direkt aus so zusammenklappbaren Elementen. Das schauen wir uns jetzt mal an und bauen den mal zusammen. So, das waren die Inhalte. Also ich habe zuerst die Kletttasche. Ich habe das Mittelteil. Das packen wir mal aus. Ist hier aus rostfreiem Stahl. Ziemlich cool. Und ich habe den Kocher selbst. Und wie ihr sehen könnt, das ist wirklich ein übelst winziges Maß, also wirklich 8x8x8 cm. Das ist super klein. Und den kann ich jetzt hier einfach quasi zusammenfassen. Und das war es eigentlich schon. Also dieses kleine Teil ist der Kocher. 8x8x8 cm. Wirklich winzig. Ja, und gedacht ist es jetzt, dass die Platte dazwischen kommt. So, also habe ich jetzt quasi hier diese vier Teile und ich nehme einfach die Kochplatte und setze die dazwischen und mache sie zu. So, und fertig ist der Kocher. Also mehr ist es quasi nicht. Jetzt ist einfach die vier Teile zusammengesteckt, die zwischen die Kochplatte und jetzt könnte ich darauf kochen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, die Besonderheit des Kochers ist erstmal, dass sie halt, klar, das Ding ist winzig und gedacht ist es quasi für verschiedene Brennstoffe. Ich könnte jetzt hier so eine Essbittertablette draufstellen und dann oben drauf quasi mein Kochgefäß. Oder aber ich könnte auch da unter ein kleines Feuer machen. Dann wird die Platte heiß und dann irgendwie oben was draufstellen. Oder meinen Brennstoff direkt hier drauf. Aber das ist alles gar nicht das, was ich damit anfangen will. Sondern ich habe mir das aus einem ganz bestimmten anderen Grund gekauft. Nun wisst ihr ja schon aus meinen anderen Videos, dass ich auch einen originalen Trangia besitze. Trangia ist ein kleiner Spirituskocher. Den habe ich damals in dem Video vorgestellt. Das verlinke ich euch nochmal hier oben. Schaut da gerne mal rein. Da habe ich den im Winter getestet und ich finde den immer noch ziemlich cool. Ist ein Spirituskocher und wirklich klein. Hat halt auch ein annehmbares Gewicht. Ist sehr stabil, sehr langlebig. Das ist auch genau das, was ich halt brauche bei sowas. Ich brauche nichts, was dann schnell wieder kaputt geht. Und jetzt kommt's. Das Maß von dem Trangia sieht doch verdächtig genau aus wie das Maß von der innenliegenden Scheibe in dem Klappkocher. Und deswegen bauen wir den jetzt mal so zusammen, dass der Trangia in dem Klappkocher sitzt. Statt dieser Platte fügen wir jetzt hier den Trangia ein. Und das heißt, auch hier gehen wir quasi in diese Ecken von dem Kocher zu,
So, und zu. Ja. Und jetzt seht ihr schon, der Trankia sitzt jetzt genau in diesem Kocher drin. Wenn ich dir das hinstelle, ist er quasi da drin verschlossen und wird auch davon gehalten. Also das heißt, wenn ich jetzt wacke, geht er nicht auseinander. Okay, es ist nicht ganz so auf Spannung wie mit der originalen Platte. Das ist aber kein Problem. Und jetzt kann ich den quasi hier auch aufschreiben. Okay, es geht besser, wenn er außen ist. Das heißt, wir schrauben den auf. So, wir stecken den Trankia hinein. Fertig ist der Trankia Topfstand. Ich brauche quasi nicht diese extra Elemente vom Trankia und auch nicht diese Scheibe, sondern ich habe einfach jetzt den Kocher drin und jetzt können wir damit kochen. Und das wollen wir natürlich heute ausprobieren. Dazu habe ich hier Spiritus abgefüllt in Fireball Whisky Flaschen. Finde ich sehr praktisch. Und hinein in den Spirituskocher. Eine so eine Flasche hat ein ziemlich gutes Maß, um einen kleinen Kochvorgang zu machen. Deswegen finde ich die ganz praktisch von der Abmaßung her. Da passen 50 Milliliter rein und das ist so eine gute Menge, um einmal so den Kocher zu befüllen und zu benutzen. Und dann entzünden wir den Trankia. Er ist jetzt bereits an. Sehen könnt ihr es nicht, aber er ist an. Ich kann es hören. Und darauf können wir jetzt unseren Kochtopf stellen. Ja, der Kochtopf passt auch ganz gut drauf. Also der hatte oben solche Rundungen. Da passen die meisten Töpfe gut drauf und auch der passt. Es steht jetzt nicht so übelst stabil, aber es sollte eigentlich ausreichen. Und da machen wir jetzt unser Wasser rein. Und jetzt geben wir ein bisschen unsere Spargelcremesuppe dazu. Heute gibt es bei mir Spargelcreme. Er braucht schon Schneebesen, wenn man nur oft genug rührt, dann geht es auch ohne. Die Stabilität ist, glaube ich, in Ordnung. Es wackelt jetzt ein bisschen, weil es halt auch sehr schräg steht bei mir. Ich habe jetzt hier keinen schönen, glatten, geraden Punkt gefunden. Deswegen ist halt ein bisschen schräg. Das soll aber uns nicht stören. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Und er tut auf jeden Fall seinen Dienst. Also die Größe ist halt echt genial. Passt genau für den Trank, ja. Super Teil. Und ich kann halt hier benutzen. Also der Trankia funktioniert selbst bei der Größe hier echt gut. Ich höre es halt, es ist halt sehr, sehr windig und ich höre den Trankia eigentlich nur, ich sehe es kaum, die Flamme. Die ist aber auf jeden Fall an und ihr hört es zischen. Der funktioniert also auf jeden Fall und der ist auch gut an und er macht auch gut Power. Also jetzt gerade erwärmt er hier meine Spargelcremesuppe sehr, sehr gut und der Windschutz von dem Kocher ist auch echt nicht schlecht, ne? Also es ist halt ein Topfstand, Windschutz und Kocher, jetzt alles in einem. Ich meine, das ist schon echt ziemlich genial. Also ich bin davon gerade schon fast begeistert. Die Größe für den Trankia ist einfach perfekt. So, schön rühren, denn jetzt gibt es Power. Funktioniert echt gut. Test heute mit so extremem Wind ist auf jeden Fall schon ein richtig guter, weil ihr könnt sehen, da kommt ordentlich Wind und die Flamme ist trotzdem am Arbeiten. Die funktioniert und der Trankia kann sich halt super entfalten. Also bin ich echt zufrieden mit. So, meine Suppe ist soweit fertig. Der Trankia nähert sich auch dem Ende. Spiritus ist gleich verbraucht.
Am einfachsten ist natürlich wirklich, den Spiritus einfach vollständig verbrennen zu lassen. Und wenn er dann fertig ist, dann kann ich meine Suppe genießen. Halt wirklich genial. Dieses Maß hier ist genau ausreichend. 50 ml für einen super Kochvorgang. Kann ich empfehlen. So, na dann, Essenszeit. Würde ich sagen, lassen wir es uns schmecken und allen einen guten Appetit. Und es beginnt. Die kleinen Biester sind da. Deine Pilzhecken. Also, das war richtig geil. Der klappbare Kocher passt wirklich perfekt zum Trangia. Wie dafür gemacht. Absolut spitze. Ich werde selbst die Scheibe, glaube ich, mit drin lassen. Einfach so ein bisschen als Schutz und falls ich mal irgendwas wegzumachen habe oder falls ich eine Essbittablette reinmachen möchte. Und ansonsten mit der Spargelcremesuppe hier hat es heute super geklappt. Der Trangia spitzenmäßig, tut seinen Dienst und ja, das passt echt wie die Faust aufs Auge. Perfekt. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, der faltbare Kocher von Miltec, der ist vielleicht winzig und ich weiß gar nicht, ob er wirklich für seinen ursprünglichen Zweck so geil ist, also mit Essbittabletten oder mit Holz oder sowas, aber für den Trangia ist er gemacht. Ich finde, das habt ihr heute gesehen, der Trangia da drin, perfekt. Der Kocher steht ordentlich gerade, er hat Windschutz, obendrauf kann man super eine Tasse platzieren und der Trangia, der ist einfach geschützt. Und beides zusammen hat natürlich ein winziges Packmaß und kein Gewicht. Oder fast keins. Auf jeden Fall ist es ziemlich leicht und das ist für mich eine ziemlich coole Kombination. Ich überlege, ob ich mir damit so ein kleines Mini-Kochset für unterwegs mache. Also irgendwie Tasse, der klappbare Kocher, Trangia rein, noch irgendein Werkzeug und ein bisschen Spiritus. Und alles passt, glaube ich, in diese Tasse rein. Und dann ist sogar noch Platz. Ich denke, das werde ich demnächst mal ausprobieren. Das mache ich in einem der nächsten Videos. Seid darauf gespannt. Und ja, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, weil das hilft YouTube zu verstehen, dass das Video anscheinend cool ist. Und wenn ihr mögt, abonniert mich doch gerne, weil ich mache viele solche Videos. Ich gehe raus mit euch, ich nehme euch mit in die Natur. Und ja, ich denke, mit mir könnt ihr halt einiges erleben und ich zeige euch schöne Sachen. Also bleibt gerne bei mir, abonniert mich gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Ansonsten einen schönen Tag noch, lasst es euch gut gehen. Euer Robert vom Rabenstein. Ciao. Ja, und nach dem Kochen ist das Ganze natürlich wieder schön schnell verstaut. Wieder auseinanderbauen. Dann geh raus. Schließen. Schutzhülle drüber. Und der Kocher selber. Ja, seht ihr ja schon, ne? Echt eine ganz einfache Konstruktion. Da ist nicht viel dran. Einfach nur zusammenklappen. Hier drauf. Und ab in die Tasche. Ich denke, die werde ich sogar behalten. Das ist ziemlich cool. Das ist alles schön verstaut. So gefällt mir das. Und das beides zusammen ist halt echt klein. Ne? Passt, denke ich, wahrscheinlich sogar in den kleinen Kochtopf rein. Und das ist natürlich ziemlich cool. Werde ich demnächst mal ausprobieren und dann ein kleines Kochset draus bauen, was ich dann immer benutzen kann. Das zeige ich euch aber im nächsten Video.